Oh, shit. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Ah, ich habe dich so vermisst. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! So, ich hoffe, dass wir die... Dass wir die jetzt packen. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Oh Mann, ey. Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Krass. Wenn man überlegt, sie hat gesagt, ihre Kräfte schwinde, möchte nicht wissen, wie viele Kräfte sie vorher hatte. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Noch zwei Schüsse, ey. Mann, Mann, Mann. Shit. So, Waffe wechseln. Widerlich. Dieser Lebenswille. Ah, shit. Ja, Energie ist immer da grün. Wollen wir nichts verschwenden hier? Stirb! Und übergib dein elendes Leben dem Megamyzet! So, jetzt brauchen wir noch eine andere Waffe. Cola haben wir noch ein paar Munition, ne? Scheiße. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Ja, ist sie. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Los, komm, zeig dich. Stirb! Alter, bist du schon so feige, dass ich hier verstecken muss? Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Alter, was verträgt die denn, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt lohnt sich das mal. So nah am Tod hat du für mich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ah, Munition gedroppt.
toll. Oh, ich sehe so gut wie nichts, ey, Mann. So was Gemeines hier. Stirb, 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 stirb. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich den. Stirb doch endlich, Mensch. Meine Tochter! Meine Eva! Alter, war das hart, ey. Mann, 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 Mann. Das ist seine Tochter. Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Oh, shit. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Ich hoffe, er zündet die Bombe auch. Dass er nicht mehr kann. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan?
Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Kann ja wirklich nichts dafür. Damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Wow, Freunde, das war ein mega geiles Game, ey. Was für ein geiles Wochenende. Richtig schön durchgesuchtet. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt. Freunde, das ist ja doch nochmal ein richtig schöner Abschluss hier. Mit den Blumen endlich mal so ein bisschen Happy End. Die Tochter hat überlebt, hey, super. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich.